Wie steht der FC Bayern München? Der FC Bayern will Fans, die den Verein im Zweifelsfall auch mal kritisieren, klar machen, dass das harte Konsequenzen haben kann. Es stellt sich für mich ziemlich unglaublich dar, was da passiert im Namen des FC Bayern, um einen kritischen Geist hier mundtot zu machen. Zur Meinungsfreiheit. Schwere Vorwürfe. Aber von vorne. München Grünwalder Stadion. Es war der 17. Februar. Ein Bayern-Fan besuchte das städtische Stadion zum Spiel Bayern Amateure gegen Hallescher FC und bekam anschließend großen Ärger. Wir nennen ihn Mike. Er will nicht, dass wir sein Gesicht zeigen. Seine Fangruppe ist Teil des Dachverbandes der aktiven Bayern-Fans, dem Club Nummer 12. Ihre Mitglieder reden sehr selten vor der Kamera. Für Mike machen sie eine Ausnahme. Bei allem, was man bisher hört, scheint da jegliche Grundlage zu fehlen und es scheint sich um puren Aktionismus zu handeln. Ich persönlich habe das Gefühl, dass Karl-Heinz Rummenigge einfach kein gutes Verhältnis zur Fanszene haben will. Mikes Rucksack wird am Eingang kontrolliert. Die Fans müssen sich Spruchbänder und Fanutensilien von Bayern München genehmigen lassen. Die Ordner überprüfen Mike. Alles in Ordnung. Mike darf ins Stadion. Es ist ein Montagabendspiel. Mike, so wie viele Fans, protestieren seit Jahren gegen die aus ihrer Sicht fanunfreundlichen Anstoßzeiten am Montagabend. Deshalb haben sie für das Spiel heute einen Plan. Kurz vor Anpfiff wird auf der Tribüne ein Spruchband entrollt. Es ist 20 Meter lang, wird von einer ganzen Gruppe hochgehalten. Die Botschaft: Bayern Amateure gegen Montagsspiele. Ein vergleichsweise harmloses Banner gegen die ungeliebten Montagsspiele. Bestraft wird aber aus dieser Gruppe nur einer, Mike. Der Verein schreibt ihm, Zitat: Aufgrund ihrer nachweislichen Beteiligung bzw. des unerlaubten Einbringens und Einsatzes eines Banners erteilen wir Ihnen hiermit Hausverbot für sämtliche Anlagen und Gebäude. Das Hausverbot gilt unbefristet. Sowohl für die Allianz Arena als auch das Grünwalder Stadion. Unterschrieben von Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der Bayern München AG. Mike nimmt sich einen Anwalt und geht nun gerichtlich gegen das Hausverbot vor. Sein Anwalt, Andreas Hüttel, hat so ein massives Einschreiten bei einem vergleichsweise so harmlosen Plakat noch nie erlebt. Er zeigt uns diverse Banner und Spruchbänder der Fans, ohne dass jemand jemals Anstoß daran genommen hätte. Da gab es gar keine Reaktion vom FC Bayern. Jetzt ist ein weiteres Banner gezeigt worden, wo eben auf einem Foto, was uns vorliegt, ca. 20 bis 25 Personen drumherum stehen und das teilweise festhalten. Er ist aber der Einzige, der dort sanktioniert werden soll. Da muss man sich schon mit einer Berechtigung die Frage stellen, warum der FC Bayern nun gerade ihn rausgepickt hat. Auch der Experte Professor Lars Leuschner hält das Stadionverbot für nicht haltbar. Mir ist ein vergleichsweise Fall nicht bekannt. Die Fälle, die bekannt werden und die Gerichte beschäftigen und wo die Gerichte auch Stadionverbote für zulässig erachtet haben, das sind Fälle, wo eben häufig Straftaten verübt wurden und wo man aufgrund dieser Straftaten oder zumindest Ermittlungen davon ausgehen konnte, dass dieser Fan in Zukunft eine Gefahr für die Sicherheit der Veranstaltung darstellt. Und der Anwalt Hüttel findet außerdem heraus, dass die von Vertretern von Bayern München verfassten Schriftsätze offensichtlich fehlerhaft sind. Behauptung 1. Mike habe das riesige Plakat mit ins Stadion geschmuggelt. Dabei wurde er nachweislich am Eingang eingehend kontrolliert und danach eingelassen. Behauptung 2. Festgehalten in diesem Schriftsatz, Zitat: Im Anschluss an das Spiel hat die Branddirektion der Landeshauptstadt München die Verwendung des nicht genehmigten Banners ausdrücklich gerügt. Tatsächlich hat ein Vertreter Bayern Münchens nach dem Spiel bei der Behörde angerufen. Aber? Also von Seiten der Branddirektion wurde keine Rüge ausgesprochen. Der Begriff der Rüge ist in dem Zusammenhang auch nicht richtig. Eine Rüge und dass sie von uns im Nachgang weder gerügt noch das Thema wurde in Richtung FC Bayern von unserer Seite thematisiert. Und wenn wir massiv und geballt mehrfach Verstöße feststellen würden, dann würden die wir auch von unserer Seite, sage ich mal, dementsprechend durch Bußgeldandrohung verfolgen. Aber das ist
aktuell nicht der Fall. Sollte hier ein Vorwurf nachträglich konstruiert werden? Der FC Bayern erklärt gegenüber dem WDR, dass nach seinem Verständnis eine Rüge ausgesprochen wurde. Wieso unterzeichnet Karl-Heinz Rummenigge ein Dokument, mit dem so massiv ein einzelner Fan bestraft wird? Mike hat eine Vermutung. Er ist nicht nur Fan der Bayern, sondern auch Vereinsmitglied. Und in dieser Eigenschaft hat er zusammen mit anderen eine Satzungsänderung auf der Hauptversammlung im vergangenen November verlangt. Ziel: Vor dem Hintergrund der Partnerschaft mit Katar sollte sich Bayern München nach dem Vorbild der UN-Leitprinzipien zu den Menschenrechten bekennen. Der Verein ließ den Antrag nicht zu. Hintergrund: Qatar Airways ist Premium-Partner. Der Verein trainiert seit mittlerweile 10 Jahren im Wüstenstaat. Seit Jahren zeigt die Südkurve immer wieder kritische Banner zum Thema Katar. Im vergangenen Januar veranstaltete der Club Nummer 12, der Dachverband der aktiven Bayern-Fans, dazu eine Podiumsdiskussion. Mike hielt an diesem Abend den Eröffnungsvortrag. Der FC Bayern sagte eine Teilnahme an der Veranstaltung ab. Der Mandant ist engagierter Bayern-Fan. Seit jeher ist Mitglied im FC Bayern e.V. und ist ebenfalls engagiert in dem Bereich Kritik gegen das Katar-Engagement des FC Bayern. Warum man jetzt gerade ihn sanktioniert, kann nur diese Begründung haben, dass man, wie gesagt, einen kritischen Geist hier mundtot machen möchte. Es drängt sich leider der starke Verdacht auf, dass das damit zusammenhängt, dass er in der Debatte um Katar sehr aktiv und auch kritisch mit dem FC Bayern umgegangen ist. Und die härteste Konsequenz für einen Fan ist natürlich, dass er nicht mehr ins Stadion darf. Zum von Mike vermuteten Zusammenhang Katar und Satzungsänderung erklärt die Bayern München AG gegenüber dem WDR, das Hausverbot sei ausreichend begründet und die freie Meinungsäußerung habe zu keinem Zeitpunkt für die Beurteilung eine Rolle gespielt. Der Experte Professor Leuschner wirft Bayern München schwere Verfahrensmängel vor. Im vorliegenden Fall in dieser Auseinandersetzung mit dem Fan, das betrifft insbesondere die Zurückweisung des Satzungsantrags, da verstößt der Verein so eindeutig gegen die Regeln, dass man schon von wirklich einem vorsätzlichen Rechtsverstoß ausgehen muss. Offensichtlich spekulieren die Verantwortlichen darauf, dass der Betroffene seine Rechte nicht geltend macht. Aber das sind schon ein Stück weit, ja, ich würde sagen, Wildwest-Methoden, die in manchen Bereichen verbreitet sein mögen, aber einem Global Player wie dem FC Bayern, der auch eine gewisse Vorbildfunktion erfüllt, nicht wirklich gut zu Gesicht steht. Dazu schreibt der FC Bayern e.V., die Leitprinzipien der Vereinten Nationen seien nicht 1:1 für einen gemeinnützigen Verein wie Bayern München anzuwenden. Meinungsfreiheit im Stadion. Was darf ein Fan? Der Fall Mike wird im August vor dem Amtsgericht München verhandelt.